Es war ein warmer Sommertag in Minnesota. Die kleine Lee Anna wollte am Nachmittag mit einer Nachbarsfreundin spielen. Doch von diesem Besuch sollte sie nie wieder heimkehren. Und damit ganz herzlich willkommen zu einem neuen Mystery hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal direkt in den Fall rein. Lee Anna Susan Marie Warner wurde am 21. Januar 1998 als Tochter von Tiffany Kaylin Whittaker und Christopher Warner in Minnesota geboren. Ihre Eltern hatten sich im Jahr 1996 kennengelernt und waren Ende desselben Jahres zusammengezogen. Als Tiffany 1997 schwanger wurde und schließlich im Januar 1998 eine gesunde Tochter zur Welt brachte, schien das Familienglück perfekt zu sein. Lee Anna hatte auch noch eine ältere Schwester, die war genau genommen 5 Jahre älter, aber ich habe nicht so ganz herausgefunden, ob das die Tochter von den beiden Eltern war oder ob es aus einer vorherigen Ehe war, also ob es die Halbschwester von Lee Anna war. Passend zum neuen Lebensabschnitt zog die Familie dann auch in einen Ort namens Chisholm. Chisholm ist eine sehr kleine Stadt in St. Louis County in Minnesota und hat mittlerweile nicht mal 5000 Einwohner, also die Einwohnerzahl ist über die letzten Jahre sogar immer weiter gesunken. Die kleine Lee Anna wuchs zu einem aufgeschlossenen, freundlichen und mutigen Mädchen heran. Ihre Eltern sollen ihr immer den Spitznamen Bina gegeben haben, was übersetzt Bohnenfresser heißt. Sie war eigentlich ein ganz gewöhnliches Mädchen, sie spielte gerne mit Puppen, fuhr draußen gerne mit dem Fahrrad umher und verbrachte super gerne Zeit mit ihren Eltern. Wir schreiben den 14. Juni 2003. Zu diesem Zeitpunkt war Lee Anna 5 Jahre alt. Am Nachmittag kam Lee Anna vom Side Lake Rummage Sale nach Hause. Das ist so ein kleiner Flohmarkt bei einem See in der Nähe. Also da haben die Leute dann vor ihren Häusern, die eben am See leben, so kleine Stände aufgebaut und man kann dann eben von Stand zu Stand gehen und ja, irgendwelche Sachen kaufen, wie so ein Flohmarkt eben. Lee Anna war dort gemeinsam mit ihrer Mutter. Der Vater war anscheinend nicht mit, weil der zu diesem Zeitpunkt noch arbeiten musste. Und am frühen Nachmittag kehrten die beiden dann auch wieder zurück. Sie hatten einige gebrauchte Sachen gekauft und als sie wieder heimkam, sagte die Mutter zu Lee Anna, sie solle jetzt in ihr Bett gehen und sich ein bisschen ausruhen, weil es ein anstrengender Tag war. Doch Lee Anna sagte, sie wäre überhaupt nicht müde, sie wollte lieber noch ein bisschen draußen spielen. Es war ja auch ein sehr warmer Sommertag und sie fragte dann, ob sie zu einem Nachbarsmädchen rübergehen könnte, das nur ungefähr 1,5 Blocks entfernt lebte. Das war scheinbar eine sehr, sehr gute Freundin von Lee Anna, die sahen sich fast jeden Tag, bot sich ja auch an, weil sie, ja, quasi Nachbarn waren und das war generell eine Gegend, wo die Kinder viel auf den Straßen waren. Es wurde dort viel gespielt und es lebten auch viele Familien dort. Die Mutter stimmte zu, sagte allerdings zu Lee Anna, dass sie um 17 Uhr wieder zurück sein sollte. Als Lee Anna losging, war es schon 16.30 Uhr, das heißt, sie hatte nicht wirklich lange Zeit, aber sie wollte wahrscheinlich einfach mal ganz kurz nochmal bei der Freundin vorbeigucken. Den kurzen Weg ist sie dann auch alleine gegangen, weil, wie gesagt, es war eine friedliche Gegend und es waren wirklich nur 5 Minuten Fußweg, wenn überhaupt. Und was sollte da schon passieren? Also sie war den Weg auch schon 100 Mal hin und zurück gegangen und ja. Als Lee Anna bei dem Haus ihrer Freundin ankam, klingelte sie, doch musste dann feststellen, dass niemand zu Hause war. Und so beschloss sie dann wieder zurückzugehen. Doch als es 17 Uhr war, gab es zu Hause bei Lee Anna kein Lebenszeichen von ihr und die Mutter Tiffany fing auch an, sich etwas Sorgen zu machen. Denn Lee Anna war eigentlich immer ein sehr zuverlässiges Mädchen und wie gesagt, es war ja eine sehr kurze Entfernung und da konnte man sich ja jetzt nicht irgendwie groß verspäten auf dem Weg. Tiffany wartete dann noch eine halbe Stunde und beschloss dann, die Straße nach ihrer Tochter abzusuchen. Es kamen dann noch einige Nachbarn auf die Straße und fragten, was los wäre. Und Tiffany erzählte eben, dass ihre Tochter nicht nach Hause gekommen war. Und natürlich, da dort auch viele andere Paare mit Kindern lebten, konnten sie Tiffany absolut verstehen und machten auch alle sofort bei der Suche mit. Lianas Mutter Tiffany hoffte auch einfach, dass ihre Tochter vielleicht einen anderen Weg gegangen war, auch wenn das nicht wirklich typisch für sie war. Aber es hätte ja sein können, dass sie irgendwas gesehen hat und dann vielleicht
ja, einfach nochmal eine andere Straße lang gegangen war. Aber anscheinend war das nicht der Fall, denn alle suchten wirklich die komplette Umgebung ab. Man vermutete auch, dass sie vielleicht ja noch bei anderen Nachbarn irgendwie geklingelt hatte. Deswegen schaute man auch so ein bisschen bei den Häusern, wo Leanna eben Leute kannte. Aber sie waren nirgends. Ein Nachbar sagte dann aus, er hätte Leanna zwischen 17 und 17.15 Uhr in der Southwest Second oder Third Street gesehen. Doch als dort gesucht wurde, gab es auch wieder keine Spur von der Fünfjährigen. Der Vater Christopher war, wie gesagt, den ganzen Nachmittag bei der Arbeit und die Mutter Tiffany hatte ihn auch nicht verständigt, denn sie wollte irgendwie nicht so viel Panik verbreiten und war eigentlich zu dem Zeitpunkt noch optimistisch, dass man ihre Tochter wiederfinden würde. Erst als er dann später am Abend nach Hause kam, erzählte sie ihm, dass Leanna immer noch nicht aufgetaucht war und dann machte natürlich auch er bei der Suche mit. Um 21 Uhr gab es noch immer kein Lebenszeichen von Leanna, also 4 Stunden, nachdem sie eigentlich zu Hause hätte sein müssen. Und da beschlossen die Eltern dann auch schließlich, die Polizei zu kontaktieren und sie als vermisst zu melden. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens war Leanna knapp 1 Meter groß und wog ungefähr 23 Kilo. Sie hatte also eine recht zierliche Figur. Ihre braunen Haare waren zu einem Bob geschnitten und sie hatte dunkelbraune Augen. Und es gab wohl 2 Merkmale, die besonders individuell an ihr waren. Und zwar hatte sie einen sehr auffälligen Leberfleck über ihrem linken Knöchel und ein Grübchen auf ihrer linken Schulter. Da kann ich mir jetzt nicht so viel drunter vorstellen. Aber das soll scheinbar auffällig gewesen sein. Am besagten Tag trug sie ein ärmelloses blaues Jeanskleid mit einem Gürtel, orangefarbene Unterwäsche und Blumenohrringe. Sie hatte scheinbar weder Socken noch Schuhe an, weil es ja ein sehr, sehr warmer Sommertag war. Aber in einer anderen Quelle habe ich auch noch gelesen, dass ihre Schuhe später vor dem Haus der besagten Freundin gefunden wurden. Die Polizei nahm den Fall zum Glück sofort ernst und hielt es für absolut unwahrscheinlich, dass die kleine Leanna freiwillig verschwunden wäre. Außerdem hätte sie sich auf diesem kurzen Weg ja unmöglich verlaufen können. Sie kannte ja ihre Wohngegend. Wenige Minuten nachdem Leanna als vermisst gemeldet wurde, trafen dann auch schon die ersten Streifenwagen beim Haus der Familie ein. Ein weiterer Suchtrupp unter Führung der Polizei wurde ausgesandt und auch Feuerwehrleute, speziell ausgebildete Spürhunde und unzählige Freiwillige wollten bei der Suche helfen. Und da Chisholm ja wirklich eine sehr, sehr kleine Stadt bzw. ein Dorf ist, sprach sich das Verschwinden von der kleinen Leanna natürlich auch schnell herum und ja, alle wollten irgendwie helfen. Garagen, Schuppen, Scheunen und verlassene Erzminen wurden abgesucht. Vielleicht hatte sie sich ja dort irgendwie versteckt, aber es gab keine Spur. Zunächst wurden insgesamt erstmal 48 Stunden nach ihr gesucht, aber ohne Erfolg. Später wurden dann auch Hubschrauber eingesetzt, um die Gegend von oben abzufliegen, aber auch so fand man nichts. Und auch noch einen Monat nach ihrem Verschwinden fehlte jegliche Spur von ihr. Bis sich dann ein Einheimischer bei der Polizei meldete und sagte, er wäre gerade am Longyear Lake spazieren. Das war anscheinend auch der See, wo Leanna am Tag ihres Verschwindens am frühen Nachmittag mit ihrer Mutter bei diesem Art Flohmarkt war. Der Spaziergänger entdeckte an einer steilen Stelle am Ufer die Fußspuren eines Kindes und kontaktierte daraufhin, wie gesagt, die Polizei. Und daraufhin wurde der See dann auch direkt entwässert, aber man fand nichts. Und ich muss ehrlich sagen, bei meiner Recherche, ich habe mich so ein bisschen über diesen Hinweis gewundert, beziehungsweise ich habe es nicht so ganz verstanden, weil nur weil man jetzt an so einem Abhang irgendwie so Fußspuren sieht, vor allen Dingen verstehe ich nicht, wie die so deutlich gewesen sein können. Ja, wundert mich ein bisschen, dass man da direkt die Polizei anruft und irgendwie darauf schließt, dass da jetzt ein Mensch irgendwie abgestürzt ist oder so. Aber besser einmal mehr die Polizei anrufen als einmal zu wenig. Im Winter 2003 wurde die Suche dann erstmal eingestellt, weil alles eben sehr gefroren war, besonders die Seen und man dachte sich einfach, das hat jetzt nicht so viel Zweck. Erst im Sommer 2004 beschlossen Ermittler dann die Suche nach Leanna wieder aufzunehmen. Allerdings war natürlich auch klar, dass wenn man sie noch finden würde, dann höchstwahrscheinlich nicht mehr lebendig. Doch auch dieses Mal liefen die Ermittlungen wieder ins Leere und mittlerweile gab es auch eine Belohnung von 10.000 US-Dollar,
wenn man weiterführende Hinweise einreichen würde. Kommen wir jetzt zu den Theorien und zu den potenziellen Verdächtigen, denn dort gab es einige. Natürlich wurde auch Lee Annas Familie selbst unter die Lupe genommen und der Vater Christopher erzählte, dass er Probleme mit seiner Ex-Frau hatte. Vielleicht ist das auch die Mutter von der Schwester von Lee Anna. Da bin ich mir, wie gesagt, nicht so ganz sicher. Ist eigentlich auch nicht so relevant. Allerdings sagte Christopher, dass diese Ex-Frau eben teilweise auch richtig handgreiflich geworden war. Er hatte scheinbar immer wieder Auseinandersetzungen mit ihr. Und diese Frau hatte wohl auch einmal gedroht, Christophers neuen Familie, also der neuen Frau und Lee Anna, etwas anzutun. Doch die Ermittler glaubten nicht, dass diese Ex-Frau tatsächlich irgendetwas mit Lee Annas Verschwinden zu tun hatte. Einer der Hauptverdächtigen, der möglicherweise eine Rolle bei Lee Annas Verschwinden spielte, war ein Mann namens Matthew James Curtis, der damals 24 Jahre alt war. Matthew wurde im August 2003 wegen Besitzes von Kinderpornografie festgenommen. Er lebte nur wenige Blocks von Lee Annas Familie entfernt. Er wurde dann auch mehrfach von der Polizei zu diesem Fall befragt, aber stritt immer wieder ab, irgendetwas damit zu tun zu haben. Sein Pickup und sein Haus wurden dann auch nach möglichen DNA-Spuren von Lee Anna abgesucht, allerdings alles ohne Erfolg. Im September 2003, einen Tag bevor er wegen der Anklage wegen Besitzes von Kinderpornografie vor dem örtlichen Gericht erscheinen sollte, wurde er dann ein paar Meilen außerhalb von Chisholm tot in seinem Kleintransporter aufgefunden. Der Autopsie nach starb er an Erstickung. Es wird vermutet, dass er sich mit einer Plastiktüte selbst erstickt hat, weshalb sein Tod offiziell als Suizid deklariert wurde. Später kam allerdings Spekulationen auf, dass er ermordet wurde und dass das Ganze irgendwie so inszeniert wurde, dass es eben wie ein Selbstmord aussah. Beweise für diese Behauptung gibt es jedoch nicht und ich habe auch nicht so ganz herausgefunden, warum er sich nicht hätte selbst das Leben nehmen sollen, also warum es eine andere Person sein sollte. Keine Ahnung. Ein weiterer Straftäter, der ins Visier der Ermittlungen geriet, war ein Mann namens Joseph Edward Duncan. Er wurde beschuldigt, zwei Kinder in Idaho entführt zu haben. Als die Behörden seinen Computer nach einem unabhängigen Fall durchsuchten, stießen sie auf ein verschlüsseltes Dokument, das auf Lee Annas Verschwinden hinwies. Er führte anscheinend so eine Art Online-Tagebuch und in einem Eintrag von 2004 hatte er auch etwas über Lee Anna geschrieben. Allerdings nicht, dass er irgendwie was gemacht hat, sondern dass er Angst hatte, dass man ihn irgendwie mit diesem Fall in Verbindung bringen könnte. Er sprach dort auch über seine Unzufriedenheit mit den Ermittlungen gegen ihn und auch darüber, dass er es nicht gut fand, als Sexualstraftäter bezeichnet zu werden. Ja, und weitere konkrete Anhaltspunkte fand man dort auch nicht. Außerdem gibt es wohl glaubhafte Zeugen, die bestätigen können, dass dieser Joseph zum Zeitpunkt von Lee Annas Verschwinden nicht in Chisholm war, sodass er ja quasi ein Alibi hatte. Eine weitere Theorie zum Verschwinden von Lee Anna wurde von den Eltern selbst aufgestellt und in dieser Theorie geht es um eine kleine alte Dame. Die Eltern sagten den Ermittlern, dass Lee Anna einige Wochen vor ihrem Verschwinden irgendwie ein bisschen seltsam wurde. Und zwar soll sie eines Nachmittags mit einem Koffer in ihrem Zimmer gesessen haben. Und in diesem Koffer waren wohl so ganz viele Barbie-Puppen und Kleider und so. Und sie saß dann dort einfach und spielte. Und dann kam wohl die Mutter ins Zimmer und fragte, was das für Spielsachen sind, weil sie die bei ihrer Tochter noch nie gesehen hatte. Die fragte dann auch, woher sie diese Spielsachen hatte. Und Lee Anna antwortete von der kleinen alten Dame. Eine Woche vor ihrem Verschwinden packte Lee Anna dann einen Koffer mit all ihren Lieblingssachen und sagte ihren Eltern, dass sie im Haus ihrer neuen Familie leben wollte. Ich verstehe nicht so ganz, warum die Eltern dann da nicht weiter nachgehakt haben, wer genau diese Person ist. Vielleicht gibt es diese Information auch nicht im Internet oder so. Und manchmal sind Kinder ja auch so, dass die dann so ein bisschen wirres Zeug reden, wenn man nachfragt und das sich vielleicht zurecht fantasiert haben. Aber Fakt ist ja, dass Lee Anna diese Spielsachen irgendwo hergehabt haben musste. Es fängt jetzt übrigens gerade an zu regnen. Ich weiß nicht, ob ihr das Geräusch an meinem Fenster hört. Also wenn ja, dann nicht wundern. Ich hoffe, es ist nicht allzu laut. Nur mal so. Ja, auf jeden Fall im gleichen Zeitraum fanden die Eltern Lee Anna auch nachts oder
tagsüber einmal schlafend in ihrem Kleiderschrank und das hat sie dann natürlich auch wieder sehr verwundert. Und als sie Lee Anna dann fragten, warum sie in ihrem Schrank schlafen würde, sagte sie, dass sie Angst vor den Monstern auf ihrer Fensterbank hätte. Also ich denke mal, das muss man jetzt nicht unbedingt mit ihrem Verschwinden in Verbindung bringen, weil Kinder können ja auch so mal eine blühende Fantasie haben. Bei dieser Theorie habe ich auch schon überlegt, ob diese kleine alte Dame vielleicht in Wahrheit irgendwie ein Mann war und dass dieser Mann Lee Anna eben die Spielsachen geschenkt hat, um irgendwie ihr Vertrauen zu gewinnen und dass er irgendwie dann ihr gesagt hat, falls jemand fragt, sagst du einfach, du hast das von der kleinen alten Dame bekommen. Vielleicht ist das Ganze auch einfach harmlos und irgendwie eine alte Frau aus der Nachbarschaft hat ihr den Koffer einfach mal so geschenkt, als sie Lee Anna auf der Straße gesehen hat oder so. Also das weiß man leider nicht genau. Im Endeffekt gab es anscheinend allerdings zu wenig Anhaltspunkte, um diese Theorie tatsächlich zu verfolgen. Mehrere Zeugen aus der Nachbarschaft sagten später dann noch aus, sie hätten im Zeitraum von Lee Annas Verschwinden einen Mann Mitte 30 in der Nachbarschaft herumlaufen sehen. Er wurde auf ungefähr 1,78 Meter geschätzt und als eher schlank beschrieben. Auf seinem rechten Arm soll er einen Stern oder ein Sonnentattoo gehabt haben. Zur gleichen Zeit hatten Anwohner auch mehrfach einen unbekannten rostbraunen Kleintransporter in der Gegend gesehen und der Fahrer hatte schwarze Locken und ein kaukasisches Erscheinungsbild. Diese Person oder diese Personen, je nachdem, ob es ein und derselbe Mann war oder zwei verschiedene, konnten allerdings nie identifiziert werden und somit ist auch bis heute unklar, ob sie tatsächlich irgendetwas mit dem Verschwinden von Lee Anna zu tun haben. Im Laufe der Jahre gingen mehr als 1700 Hinweise bei der Polizei ein, aber keiner führte im Endeffekt dazu, dass man herausfand, was mit der kleinen Lee Anna passiert war. Und bis heute gibt es auch eigentlich gar keinen richtigen Anhaltspunkt oder Beweis. 2013 wurde ein Age-Progressing-Bild von ihr erstellt, also zu diesem Zeitpunkt wäre sie dann ja 15 Jahre alt gewesen, aber auch das nützte nicht viel. Ein paar Jahre nach Lee Annas Verschwinden zog die Familie dann von Chisholm in eine andere Gegend, einfach weil sie es dort nicht mehr aushielten und die Erinnerungen einfach zu schmerzhaft waren. Die Mutter Tiffany starb am 10. Dezember 2022, ohne jemals erfahren zu haben, was mit ihrer Tochter passiert ist. Und wenn man mal so rechnet, kann die Mutter ja auch noch nicht so alt gewesen sein, also wahrscheinlich noch nicht mal 60. Ich habe nochmal nachrecherchiert und sie war tatsächlich erst 49 Jahre alt, als sie starb. Ja, und das war es eigentlich auch schon mit dem ganzen Fall. Die Polizei hat ja von Anfang an die Theorie, dass Lee Anna entführt wurde und geht auch bis heute noch davon aus. Und ja, die Wahrscheinlichkeit, dass sie noch lebt, ist natürlich leider sehr gering. Ihre Eltern haben natürlich bis zum Schluss, beziehungsweise der Vater lebt ja, glaube ich, noch, auf Antworten gehofft. Und ich glaube einfach, diese Ungewissheit ist so furchtbar. Also das muss ja einen mental so fertig machen. Das denke ich auch immer wieder bei solchen vermissten Fällen. Ich denke, also das ist, glaube ich, auch belegt. Es ist ja einfacher, damit umzugehen, wenn man wenigstens weiß, dass das Kind vielleicht nicht mehr am Leben ist, weil man dann damit irgendwie abschließen kann. Also nein, man kann nicht damit abschließen, das glaube ich nie, aber man kann besser damit umgehen, wenn man halt Gewissheit hat. Aber die Eltern von Lee Anna sind ja, beziehungsweise waren ja die ganze Zeit immer so zwischen Hoffnung und dann wieder Angst und ich glaube, das ist richtig zermürbend. Ich verstehe in solchen Fällen irgendwie auch immer nicht, wie keiner was gesehen haben kann. Vor allem immer in diesen Gegenden, wo einfach so ganz viele Einfamilienhäuser stehen. Und als Lee Anna verschwand, war ja sogar auch ein sehr warmer Sommertag und die meisten waren ja irgendwie auch in ihren Gärten oder ja generell auch auf der Straße. Und ich verstehe das halt immer nicht, wie kein Mensch dann irgendwie gesehen hat, dass Lee Anna irgendwo eingestiegen ist oder so. Klar, manche haben ja berichtet, sie haben im Zeitraum dort manchmal so ein fremde Autos irgendwie gesehen, aber ja, wie gesagt, was Konkretes hat ja niemand beobachtet. Und ich habe auch gedacht, es ist ja irgendwie schon wahrscheinlicher, dass Lee Anna ihren Entführer irgendwie kannte, weil wie hat man sie dann sonst so schnell ins Auto gelockt, ohne dass sie sich irgendwie gewehrt hat? Und wenn sie sich gewehrt hätte, dann wäre auch bestimmt irgendjemand aus der Nachbarschaft aufmerksam geworden. Da habe ich dann auch weiter überlegt, ist ja auch sehr gut möglich, dass auch irgendein Nachbar sie vielleicht unauffällig ins Haus gelockt hat. Also auf jeden Fall eine Person, die sie kannte und dann vielleicht meinte, hey, du kriegst bei mir noch einen Keks oder keine Ahnung was. Und dann, ja,
ist da irgendwas passiert und ein Nachbar hat sie irgendwie verschwinden lassen. Also ich denke auf jeden Fall, dass Lee Anna irgendwie eine Verbindung zu ihrem Entführer hatte, weil wie gesagt, ich glaube, sonst ist das einfach zu auffällig, gerade in so einer Wohngegend mit vielen Familien. Aber man weiß es natürlich auch nicht. Für mich ist auf jeden Fall Fakt, dass irgendwie eine dritte Person die Hände mit im Spiel hatte, dass sie sich verlaufen hat, ist natürlich irgendwie absolut absurd. Vor allem wäre sie dann ja auch noch irgendwo wieder aufgetaucht. Ich fand tatsächlich auch diese Theorie mit der kleinen alten Dame sehr interessant. Also da könnte ich mir auch irgendwie einen Zusammenhang vorstellen, weil ich das sehr merkwürdig fand. Aber wie gesagt, dann, wenn, denke ich, dass das vielleicht ein Mann war, der ihr aufgetragen hat, das zu erzählen. Oder vielleicht war es ja auch ein kinderloses Ehepaar. Und dann könnte sie ja vielleicht doch noch leben. Aber das sind natürlich alles nur Spekulationen. Ich bin gespannt auf eure Meinung. Schreibt sie wie immer in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal hoffentlich gesund und munter wieder.